Was sich im Jahr 2021 in der gesetzlichen Rente ändert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Erstens die Grundrente. Die Grundrente tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Bis zu 1,5 Millionen Menschen werden von ihr profitieren. Zweitens, das Renteneintrittsalter steigt. Das Renteneintrittsalter für verschiedene Altersrentenarten wird sich erhöhen. So unter anderem für die Regelaltersrente, für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte und das Lebensalter für den frühestmöglichen Rentenbeginn für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen wird ansteigen im Jahr 2021. Mal an einem Beispiel, wer 1958 geboren ist, kann im Jahr 2021 frühestmöglich mit Vollendung des 61. Lebensjahres in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen, wenn er natürlich 35 Jahre Wartezeit nachweisen kann und einen Grad der Behinderung von 50 nachweisen kann. Die Regelaltersgrenze steigt für Geburtsjahrgänge 1957 auf die Vollendung 65. Lebensjahr und 11 Kalendermonate an. Wer 1957 geboren ist, kann mit Vollendung des 63. Lebensjahres und 10 Kalendermonate im Jahr 2021 abschlagsfrei mit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit in Rente gehen. Drittens, die Beitragsbemessungsgrenze steigt. Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rente wird ab 1. Januar 2021 steigen. Genauso auch wie in der gesetzlichen Krankenversicherung. Damit nimmt die deutsche Rentenversicherung wieder mehr Beiträge ein. Viertens, die Rentenpunkte für die Pflege werden steigen ab dem 1. Januar 2021. Die Regelbeiträge für die Pflichtbeitragszeiten für die pflegenahe Angehörige werden steigen. Der Grund liegt ganz einfach darin, weil die Bezugsgröße ab dem 1. Januar 2021 steigen wird. Die Bezugsgröße ist die Beitragsbemessungsgrundlage für die Berechnung der Rentenpunkte für die Pflege in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Fünftens, die Hinzuverdienstgrenze 2021 wird auf 46.060 Euro angehoben. Und zwar steigt die Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2021 von 44.590 Euro auf 46.060 Euro. Damit können Rentnerinnen und Rentner, die am 1. Januar 2021 eine vorgezogene Altersrente haben, monatlich im Schnitt 3.800 Euro brutto neben der Rente anrechnungsfrei dazu verdienen. Sechstens. Der Rentenversicherungsbeitrag bleibt im Jahr 2021 stabil bei 18,6%. Siebtens, Rentenerhöhung 2021. Nach allen Prognosen und Zahlen, die uns mit dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung vorliegen, wird es in den alten Bundesländern am 1.7.2021 keine Rentenerhöhung geben und in den neuen Bundesländern eine kleine Rentenerhöhung von 0,72%. Achtens, Rentenangleichung 2021. Der Rentenwert Ost gleicht sich am 1.7.2021 automatisch weiter an den Rentenwert West an. Wir werden dann ab dem 1.7.2021 einen Rentenwert Ost in Höhe von 97,9% des aktuellen Rentenwertes haben. Neuntens, Einführung einer Rentenversicherungspflicht für Selbstständige. Unser Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil von der SPD, drückt mächtig aufs Tempo. Er will für alle Selbstständigen eine umfassende Rentenversicherungspflicht einführen. Dies soll noch vor der Bundestagswahl 2021 geschehen. Und zum Schluss noch einen kleinen Ausblick auf die Bundestagswahl 2021 in Bezug auf die gesetzlichen Renten. Je nach Lage und Koalition kann es sein, dass eine Erwerbstätigen- oder Bürgerversicherung in die gesetzliche Rente kommen kann. Es kann sogar eine vollständige Änderung geben, je nach Lage.
So steht im Parteiprogramm zum Beispiel der Grünen geschrieben, wenn sie denn an die Macht kommen sollten, dass sie auf jeden Fall eine Erwerbstätigenversicherung, Bürgerversicherung in der gesetzlichen Rente einführen wollen mit einer entsprechenden armutsfesten Mindestrente. Das Jahr 2021 wird wieder ein spannendes Rentenjahr. Zuerst müssen wir mal die Corona-Krise hinter uns bringen und dann stehen wir im Zeichen des Bundestagswahlkampfs 2021 und dann wird es auch so sein, dass die neue Regierung das Thema Rente wieder anfassen muss, denn wir haben in Deutschland extremen Reformbedarf in der gesetzlichen Rente. Schauen wir mal, wie es wird. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein rentenstarkes Restjahr 2020. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.